einem sofort Mut. Beim Einstieg hätte er sich auch hingelegt. Gutes Intro. Ja, es ist, macht richtig Lust auf den Trail einfach. Ja. Die Stelle kann man nicht fahren. Die Kurve kriegt niemand. Ich denke, das ist dann der erste Thai-Party-Trail. Ja. Aber hier vorne, hier geht es durch eine Senke und dann hoch. Und es gibt einen Weg links am Baum vorbei. Und es gibt die Highline. Und die Highline ist die bessere. Also rechts am Baum. Rechts am Baum vorbei. Hier, was heißt rechts? Rechts am Baum vorbei. Ja, du musst hier hoch. So, aber hier das kann halt blöd kicken. Denke ich. Ich habe eher Sorge, der ist nah und der ist auch nah. Tom hat eine super Idee. Wir haben hier eine Challenge. Wir sollen hier die Highline fahren, also rechts hoch. Die Stelle ist aber ein bisschen tricky, weil die Bäume sehr eng sind und die Wurzeln ein bisschen doof stehen. Und man vorher schön die Reifen nass macht, wenn man durch den Bach fährt. Aber der Tom macht das jetzt mal vor, oder? Nee. Ich muss schneller sein, damit du hier den Pop kriegst. Ja, du musst hier, da wo es so geriffelt ist. Du musst hier durchspringen. Das hier der Abgrund, oder? Nein, du musst ungefähr hier so, du musst hier so landen. So. Idealerweise auch noch über den. Guck mal! Ganz entspannt, ey! Ganz entspannt, Junge! Enduro-Dyer! Sagt ja, man macht das eigentlich instinktiv vom Gefühl her ganz gut schon. Ja, du hast einmal so. Ja, ich habe mich einmal leicht gemacht. Also, es gibt eine Stelle, Leute, wo wir anhalten werden, weil da wohl eine Kurve ist. Oh, ich stehe ein bisschen scheiße. Weil die wohl sehr schwer zu fahren ist. Und deswegen fahren wir das jetzt alles ganz gemütlich auf Sicht. Ihr habt Spaß beim Trail abchecken. Oh, okay. Da kann man sich gut außen halten. Oh, ein bisschen gerutscht hier. Okay, alles okay. Alles okay. Wie gesagt, der Einstieg ist einmal kurz tricky. Das ist übrigens der Party-Trail. Ja, das ist natürlich auch scheiße. Guck dir das einmal an. Das Stück hier ging easy peasy. Sah wieder schlimmer aus, als es war. Am besten einfach im Fluss fahren. Am besten fährst du einfach mal hinter mir, weil dann kannst du einfach meine Leine übernehmen. Ja, also das hier macht mir gar keine Sorgen. Nee, hier fährt eine Highline und dann da runter. Nur das Ding macht mir Sorgen. Das sieht wieder nach nichts aus auf der GoPro. Hier ist echt Körper-Bike-Trennung des Todes, Leute. Körper-Bike-Trennung! Ja, habe ich gerade gesagt. Ja, easy. Super smooth. Toll. So, jetzt einmal Wurzelteppich hier. Müsste man den halt jetzt nochmal ordentlich im Fluss fahren. Was ist jetzt los? Ja, hier muss man ja auch der Highline fahren, Leute. Ach, soll ich vorfahren, Kevin? Was? Drop? Ja, okay, der war echt nicht überrollbar. Muss man sehr krass durchschieben, wenn man so langsam fährt wie wir jetzt. Aber ging gut. Schöner Trail. Also diese eine Kurve, die würde ich mir sehr gerne irgendwie erarbeiten. Das ist auch auf jeden Fall machbar. Aber ich habe immer in Urlauben habe ich so ein bisschen ein Problem mit sowas. Hoppa. Den kennt ihr jetzt schon, dann kommt er wieder hier raus. Aber schön.
Bester Trail hier. Findest du ehrlich? Der macht richtig, richtig Bock. Ja, dann fahren wir den Hubi auch noch drüben. Aber das nur diese eine Kurve, Alter. Also, hier ist irgendwie noch ein Loma Trail. Der wohl sehr anspruchsvoll sein soll. Den gucken wir. Ich will den Einstieg mal angucken. Und dann kann ich immer noch entscheiden. Ah, hier. Fängt schon direkt mit so einer fetten Querwurzel an hier. So, hier ist der Part, den ich meine. So, hier ist der Einstieg des anspruchsvollen Single Trails, von dem Tom gesprochen hat. Ja, das ist wirklich nur Blickführung, da hochgucken, damit man hier ist man besser hoch. Wir haben besser hochgefahren. Ja, hier besser eigentlich auch. Ja, sowas auf Sicht immer schwierige Nummer. Jetzt langsam! Hier langsam! Viel zu weit. So Erde, das wäre viel, viel besser. Oh, wir sitzen im Transporter, Leute. Draußen regnet es, aber wir sind durch mit unserer Tour und hatten richtig Glück mit dem Wetter. Weil eigentlich sind wir die ganze Zeit im Sonnenschein gefahren und erst als wir jetzt unten waren, ging es los mit Regen. Ich fand die Trails richtig nice, hat mir gut gefallen. Der Hubi Trail hat jetzt noch gefehlt, aber ich wollte aufhören, dann wenn es am schönsten ist. Ja, wir packen jetzt gleich zusammen und dann gehen wir heute Abend noch schick essen. Der Andi von Lake Bike führt uns nämlich aus. Ja. Wir haben ein Date, ne? Ja, wir haben ein Date, ja. Sozusagen, kann man sagen. Ja, wir haben ein Date. Ja. Zwei Frauen, sechs Männer. Gute Quote für einen Andi. Ja. Oh, nicht schlecht. Muss man erstmal machen. Ja, bis später. Wir machen uns am Weg zum Essen. Und zwar fahren wir dazu rüber zum Wörthersee. Den kennt ihr vielleicht. Also ich kannte ihn zumindest vom Namen, selber war ich noch nie da. Aber dort gehen wir bei irgendeinem Asiaten essen und treffen uns mit dem Andi von Lake Bike. Ja, bin ich gespannt, ihn kennenzulernen. Bin gespannt, was er so sonst noch so erzählt, hier über die Pläne vielleicht auch von der Region, was wir da so alles erfahren werden. Und außerdem freue ich mich natürlich aufs Essen. Sind Sie unser Uber-Driver? Ja, that's right. Einsteigen. Ich hab da einen Sitzen, ich hab drei Aperol, nee, zwei Aperol und ein Bier. Da ist die Impfung reingekommen, Leute, weil Michi hat kein Tetanus mehr. Tetanus. Ja, Tetanus. Alles tut weh. Ja, wir sind am Wörthersee angekommen. Falaloon, Fine Asian Dining and Bar. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der Andi packt hier gerade. Kevin ist richtig hyped. Ja, so sieht er auch aus. Wie geht's? Schon Kater oder geht noch? Ja, mir geht's gut. Dir geht's noch gut? Mir geht's best. Sehr gut. Freust du aufs Essen? Ja. Perfekt. Und noch ein Aperol, das geht auch. Ein Aperol. Ja. Ich bin die Technik.
Essen vorbei. Hat es geschmeckt? Ja, war sehr lecker. Ja. Vielen lieben Dank an den Andi von Lakebike, dass er uns hier zum Essen an ihn geladen hat beim Fallaloon. Fallaloon. Der wird offizieller Sponsor jetzt von unseren nächsten Bike-Trips, ne? Kriegen wir hin, oder? Wir machen Aufkleber aufs Fahrrad und alles. Auf Auto. Die wollen auch, die haben mir Kooperationsanfrage geschickt aus China. Ja. Fallaloon Bikes. Fallaloon Bikes? Ja, ja. Der Marc hat das, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, das musst du dem Marc weiterleiten. Der Marc hat das bestimmt. Der Marc hat Fallaloon Bikes. Klingt besser als die meisten anderen China-Bike-Marken, ja, ne? Ja. Vielleicht machen wir das selber, lassen uns selber produzieren. Hier, da ist der dich eingeladen hat, hinter dir. Das ist der Andi übrigens, Leute. Hallo. Von Lakebike. Andi, vielen lieben Dank fürs Essen. Gern. Bis zart. Ja, voll. voll. Das nächste Mal kärntnerisch, bitte, gell? Ja, der Tom hat ausgesucht. Ich konnte nichts dafür. Das ist halt der Deutscher. Na, Spaß. Ja. Ja, wir laufen jetzt eine Runde durch die City. Wo gehen wir hin? Wir sind in Felden. Nee, wo gehen wir hin? Zum Schlosshotel. Wir gehen zum Schlosshotel. Fünf-Sterne-Hotel. Genau, da macht der Tom dann die nächste Unterkunft klar, ne? Ja, okay. Okay. Wir laufen zurück zum Auto. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, entspannter Abend. Und der Wörthersee ist echt schick, ne? Schicki, könnte man sagen. Oh, der Chinese war mega gut. Richtig, richtig lecker. Und wir sind alle gut gesättigt. Laufen jetzt, haben jetzt so eine kleine Runde hier gedreht durch die City und laufen jetzt zurück zum Auto. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, Leute, lasst gerne ein Abo da. Kommentar und ein Daumen, das würde mich sehr, sehr freuen. Aber halt auch vor allem mal ein Abo da lassen. Vor allem auch die, die alle immer die Videos gucken und nicht abonniert haben. Nämlich, ne? Ja, weil kostenlos. Ja, ist kostenlos. Kostet nichts. Kostet nichts und bringt viel. Ja. Ne? Macht gut, Leute, bis zum nächsten Video.